So, 10 Erz haben wir direkt schon da. Einen Baumstamm haben wir auch direkt schon da. Die 10 Erz lagen jetzt völlig rum wahrscheinlich. Hier ist noch ein bisschen Heu, das können wir da auch gleich abwuppen. Oder vielleicht ist es noch von uns markiert. Nee, müsste eigentlich von der Baustelle markiert sein. Ich hoffe, das wird noch was. Es ist Frühsommer. Komm, ich mach mal so, damit es schneller geht. Zack, ziehen wir noch jemanden ab. Und da hinten beim Fischerhaus mache ich mal so, damit die da alle weggehen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das hier nicht mehr so effektiv ist. Obwohl da jetzt 10 Fische wieder rumliegen. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber vielleicht liegt es auch nur daran, vielleicht ist es echt so subjektiv und es liegt nur daran, dass sie uns gerade die Haare vom Kopf fressen, so ein bisschen. So, könnte hier vielleicht jemand kommen? Hallo? 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 Hier ist Baustelle, hallo? Hier ist eine Autobahnbaustelle. Ist einfach da, aber niemand, weit und breit niemand zu sehen. Diese Baustelle wird fertiggestellt 2028. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hallo? Ist denn da jemand? Ah, da. Ich glaube, da kommt jemand. Frühsommer. Seufz. Was ist hiermit? Eine Weide. Warum kann ich eigentlich keine Weide bauen? Preis mal 5 pro Zelle. Wieso können wir die eigentlich nicht bauen? Weide, 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 Weide. Wieso geht das noch nicht? Brauchen wir dafür irgendwas? Wahrscheinlich brauchen wir dafür Kühe und Schweine oder Schafe. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendwo finden oder was auch immer. Ich habe nämlich gelernt, ein paar Sachen kann man nicht gleich machen, sondern die muss man erstmal finden, indem man die Insel erforscht. So, theoretisch wäre es ganz schön, wenn wir einen Schneider hätten übrigens. Schneider, Schneider, Schneider. Mache ich jetzt natürlich nicht. Schneiderei, Kleidung nähen, Anzahl der Arbeiter. Ich würde gerne wissen, was eine Schneiderei braucht. Das würde mich mal interessieren. Ob der jetzt auch mal Leder, kommt da nochmal Leder rein oder was kommt dann da rein? Das dauert wirklich sehr lange. Frühsommer ist vorbei, jetzt ist schon Sommer und boah, das dauert wirklich sehr, sehr lange. Scheiße. Boah, die werden sterben. Stuckenborstel wird untergehen, sehe ich jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon. Ich weiß noch nicht genau, wie die richtige Strategie ist, um Nahrung anzubauen. Ist es immer so ein Feld oder darf man von sowas hier 2 Felder zu haben vielleicht? Exakt nochmal so ein Feld. Damit wir zum... Und da noch 2 Bauern. Eigentlich wäre es ganz gut. Es wäre echt ganz gut, wenn wir es damit irgendwie schaffen könnten. Wenn wir nächstes Jahr noch ein zweites Feld machen. 2 Bauern, fertig. Pro Feld 2 Bauern hätten wir nämlich schon 1600 Nahrung. Und dann hätten wir vielleicht, ja, weißt du, schon 1800... nee, 1600, 2400 und so weiter. Das wäre ganz gut. Das Problem ist nur, dass sie halt wirklich immer erst zum Winter, also ne, im Herbst fertig sind. Und das muss ja das ganze Jahr überhalten. Und da leben die so lange von dem ganzen anderen Krams. Oh nein, das Lied. Warum ist das Lied auf der Playlist? Das gehört hier gar nicht hin. Das Lied gehört hier gar nicht hin. Ich habe ja gesagt, ist größtenteils die Minecraft-Playlist. In der Japan manchau was Stuckenbeutel kann, hol mir da Geheimrezept, weil mir dieser Pin nicht schmeckt. Keine Ahnung. Will ich gar nicht mehr. Ich kann das Lied auch nicht mehr hören. Das ist so furchtbar. So. So, hier ist nämlich bald Wohnplatz frei. Wenn die Stuckenborstler alle sterben, dann ist für den Japanmann hier Wohnplatz frei. 532 Fische. Das ist nicht so gut. Die halten sich auch nur so lange, weil wir die ganze Zeit das andere Zeug rankarren. Aber im Winter
Ich dachte, wir sammeln jetzt im Sommer für den Winter, aber das Problem ist, die fressen uns jetzt im Sommer schon die Haare vom Kopf. Das heißt, die werden für den Winter nichts übrig haben. Die werden einfach alle sterben. Das Lied ist zum Glück nicht laut. So, da kommen die Steine, dann wird gebaut, dann kann man vielleicht noch ein paar Beeren sammeln. Das wäre zauberhaft. Gemeinsam. So. Der Bärenbau ist fast fertig. Trotzdem mache ich mir natürlich ein paar Sorgen. Ich weiß nämlich nicht, ob Stuckenborstel diesen nächsten Winter überstehen wird. Ich habe da echt ein bisschen Bammel, dass das hier unser letztes Jahr... Wir sind in Jahr 3. Soweit haben wir es ganz gut geschafft, aber sobald Erwachsene geboren... Also, sobald Erwachsene geboren werden. Sobald Erwachsene dabei sind, fressen die einem echt die Haare vom Kopf. Da muss man vorausschauen, planen. Das muss man erstmal wissen, dass sie so einen Hunger haben. Ich habe echt ein bisschen Bammel. Aber wie schaffen wir es? Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht müsste man hier noch zwei weitere Jäger einstellen irgendwie und hier... Naja, dann drei Bärensammler, irgendwie bla. Aber ich weiß nicht, ob das alles reicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die optimale Strategie ist, die alle satt zu kriegen. Die Stuckenborstler fressen einfach. Die fressen nicht mal wie die Fliegen, die fressen wie die tasmanischen Teufel einfach. Die hauen sich ja so die Plauze rund das ganze Jahr über. Die haben alles, vom Feinsten natürlich auch. Und frisch. So, zack. Das hier ist immer noch irgendwie kacke. Ich weiß nicht. Erstens, nee, das ist kein Baum, der da drin steht und das wabbelt hier so durch. Das hier ist irgendwie, ich weiß nicht. Finde ich momentan, ehrlich gesagt, sehr unübersichtlich. Du klickst irgendwo und da wird irgendwo wahrscheinlich wieder was runtergezogen. Hier hinten, was ist da? Da sind auch noch drei drin. Und hier sind auch drei drin. Ne, hier sind jetzt zwei drin oder drei? Aktuelle und maximale. Okay, hier sind jetzt zwei. Und ich spiele das Japan-Mann-Lied. Okay, pass auf. Eine Sache ganz kurz. Warte ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Sekunde, können wir ein bisschen flimmern gerade. Wie finde ich denn das jetzt hier auf der Playlist? V. Nee, Huch, das Spiel hat aber mal so einen grauen Rahmen, kann das sein? Ich sehe nämlich vom Spiel gerade gar nichts. Warte. Ich finde das Spiel hier, ich finde das Lied hier gerade gar nicht. Ich möchte das jetzt natürlich währenddessen direkt raushauen. Komm, ich gehe mal direkt zum nächsten. Das ist ja fürchterlich. So, warte. Ich gehe wieder ins Spiel rein. Das hat jetzt hier so einen grauen Rahmen unten. War das vorher auch schon so? Nee, ne? Ach, hat gar keinen grauen Rahmen. Das liegt in OBS. Alles gut. Meine Schuld. Entschuldigung. So, Bärensammler haben wir jetzt hier. Sind nur zwei in der Hütte und drei maximal. Ich glaube, so ist das zu verstehen. Trotzdem ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. So, hier 0 und 0. Und hier 3 und 3. Okay. Gut. Sommer. Das Feld. Habe ich das Gefühl, ob wir jetzt einen Bauern beschäftigen oder zwei. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ändert sich nichts. Es dauert alles genauso lange. Ich dachte eigentlich, es wird doppelt so schnell. Aber irgendwie... Beim Abbauen kann man zwei Bauern gebrauchen. Beim Anbauen... Ehrlich gesagt, die sollen erstmal alles anbauen. Und dann können wir gemeinsam abbauen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Wenn du zur Erntezeit zwei Stück anstellst, ist, glaube ich, sinnvoller. Die rödeln zwar beide da, aber du siehst halt nichts davon.
Also in der Geschwindigkeit. Die Kartoffeln wachsen davon jetzt auch nicht schneller. Und die Kartoffeln sind auch nicht schneller eingepflanzt. Erstaunlicherweise. Oh jemine, oh jemine, oh jemine, oh jemine. So, 4 maximal, 2 eingestellt. Und nur 2 Leute im Beruf. Schlenker erstmal durch die Hauswand. 3 Leute. Naja. Gut, Holz. Was ist mit Holz? Wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Da ist auf jeden Fall kein Holz drin. 282. Ungefähr so ähnlich wie letztes Jahr. Wir haben natürlich auch ein bisschen was gebaut. Deswegen ist auch Holz wieder raus. Also wir haben da hinten den Fischer gebaut. Wir haben da die Bärensammler gebaut. Wir haben hier den Bärensammler gebaut. Also ein bisschen Holz ist raus. Wir haben also insgesamt mehr Holz dazu bekommen. Hier 360, das reicht erstmal. Wenn es wieder ein bisschen kühler wird, müssen wir mal gucken. Jetzt sind es gerade 30 Grad. Das geht natürlich alles. Oh, hier wurden die ganze Zeit Babys geboren. 7 Babys! 1, 2, 3 Babys! Und da oben auch noch 4 Babys! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das liegt natürlich daran, dass ich zu schnell die Häuser gebaut habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Himmel, hilf! Ich muss sie doch alle ernähren! Oh Gott. Stuckenborstel. Etwas schön mit dir. Solange es währte. So, 724, 726. Momentan können wir nur mit Bestürzung abwarten. Mehr können wir jetzt ja eh nicht machen. Schön mit der Hütte hier. Mag ich gerne. Ressourcenlimit 5000. Ich würde gerne wissen, wofür dieses Ressourcenlimit steht. Sammlerhütte. Huch. Da hat jemand den Busch weggepflanzt. Hoppa. Die letzten Stunden, Wochen, Monate. Eine Katastrophe soll sich anbahnen. Noch ahnen die Stuckenborstler nichts davon. Sie gehen ihrem Tagewerk nach. Fischen, pflanzen, sägen, hämmern. Doch schon bald werden sie hungern. Schwarze Wolken ziehen mit düsterer Vorzeichen den Horizont. Blitze schlagen ein. Bären lecken sich die Lefzen. Sie wittern das bevorstehende Mahl. Doch sie warten. Aasfresser tummeln sich allüberall. Der Himmel färbt sich rot. Stuckenborstel. Die Stadt des Blutes. Na gut, nicht des Blutes, aber des Hungerns. Des Ausmergelns. Schon bald würde nichts übrig sein, außer ein riesiges Brachland. Das Zeugnis spricht von der einst großartigen Zivilisation der Stuckenborstler. So, jetzt wird hier abgebaut. 832, es ist Sommer. Jetzt müsst ihr theoretisch... Die müssen doch jetzt ernten können, oder? Was machen die da jetzt? 832 Kartoffeln. Freunde, was macht ihr da? Ich würde sagen, eigentlich jetzt sofort sammeln, oder? So, mal gucken. Die sammeln nicht. Was machen die da? Sofort sammeln!
Was machen die da? Wir brauchen das für den Winter, Freunde. Jetzt könnte auch nicht. Warum sammelt ihr denn nicht? Es ist Sommer, Freunde. Ihr habt einen guten Run hingelegt. Los, sammelt doch die Kartoffeln. Ich habe auf sofort sammeln geklickt und jetzt sammeln die aber nicht. Die dreckigen Penner, die wollen das. Die wollen hungern, die wollen verhungern. Die wollen sterben. Stuckenwurstler, Massensuizid. Tja, irgendwie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe auf sofort sammeln geklickt und die sammeln einfach nicht. Sofort sammeln. Hier. Gut, wenn ihr sterbt, Freunde, ich kann da auch nichts für. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Wenn ihr einfach nicht leben wollt, dann kann ich da auch nichts tun. Ihr unterschreibt doch euren Untergang selbst. Und hier, trotz der Beerensammler, ein bisschen mehr Gemüse wird es. Mehr Obst sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Obst ist gut, hilft ein bisschen gegen Skorbut, hoffe ich. Nicht, dass die hier wirklich nur Fisch die ganze Zeit fressen. Das wäre natürlich auch nicht so, ist ein bisschen sehr einseitig. Das mit dem Obst ist eigentlich eine gute Sache, aber irgendwie sehe ich nicht. Ich hätte hier gerne so ein Performance-Ding oder sowas. Oder ich hätte gerne generell ein paar Tabellen und Zahlen. Das fehlt hier noch komplett. Also sowas hier sind natürlich schon ein paar schöne Zahlen, aber auch hier so ein Performance von dem Ding, Performance von dem Ding und lalala. Und wie alt werden die Einwohner so im Schnitt und pipapo, alles Mögliche. Je mehr Zahlen, je mehr Kurven, je mehr Diagramme, desto besser. Die sammeln ja immer noch nicht. Das sind aber Penner. 832, ich verstehe es nicht. Wieso sammeln die nicht ein? Jetzt haben sie angefangen. Das gibt's doch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Naja, hoffen wir das Beste. 26, 48, 525 Fisch, das ist nicht so viel. Jetzt müssen wir für den Winter überlegen. Im Winter hauen wir das an, die Holzfällerhütte hauen wir wieder an. Und die ganzen Sammler schicken wir dann, also drei schicken wir zum Fischen. Und drei schicken wir hier zum Abbauen und zum Aufbauen neuer Gebäude. Oder was auch immer wir im Winter schaffen. Im Winter ist dann Bauen, im Sommer ist quasi nur Nahrungsbeschaffung. In der Hoffnung, dass wir irgendwie überleben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Voll geil mit der Musik gerade, wie das Dorf aufgetaucht ist. Wie gut das gerade war, schön. Und noch ein Baby. Bald geht's hier richtig ab. Übrigens, ich wünschte, wenn ich rechts klicke, dass der Mauspfeil dann unsichtbar wäre. Weil ich mach mal so gerne Kamerafahrten hier mit rechtem Mausklick. Wäre schön, wenn der Mauspfeil dann so lange ausblendet. Ich habe so viele Ideen und Vorschläge hier inzwischen. Das ist ganz fürchterlich. Ich ekel mich selber so ein bisschen an. Ich bin so ein Backseat-Spiele-Programmierer. Ja, da musst du aber so und so machen. Da musst du aber so und so machen. Und dann da so.
Das ist einfach schön. Ich kann mir das die ganze Zeit angucken. Es tut mir echt leid, wenn ich jetzt die ganze Zeit nichts sage und diese blöden Kamerafahrten mache. Aber es macht mir, das macht mir voll Spaß. Das sind aber schöne Bilder, die man hier machen kann.